Dies sind die 3D Viewmaster Bilder von Kanada. Aus der Geschichte. 1496 ging Jean Cabot, ein venezianischer Seefahrer in englischen Diensten bei Labrador, an Land. Kann man ihn also als Entdecker Kanadas bezeichnen? Der Norweger Erik der Rote hat wahrscheinlich schon vor ihm im 10. Jahrhundert seinen Fuß auf kanadischen Boden gesetzt, doch wurde uns davon nichts überliefert. Jacques Cartier ging 1534 bei Gaspe vor Anker und folgte 1535 dem Lauf des St.-Lorenz-Stroms bis Montreal. Champlain, Maisonneuve, Marquette und Joliet drangen weiter ins Land vor und begannen im Namen des Königs von Frankreich mit der Kolonisierung. Der Angriff Englands auf die französischen Besitzungen ließ nicht auf sich warten. 1759 sah sich Montcalm zur Übergabe Quebecs gezwungen und mit dem Vertrag von Paris 1763 wurde die Abtretung Neufrankreichs an England besiegelt. 1867 erhielt Kanada seine eigene Verfassung und heute ist es Mitglied des britischen Commonwealth. Das junge Kanada. Das Land ist groß und reich an Bodenschätzen. Land- und Forstwirtschaft blühen und gedeihen. Die Industrie ist in vollem Aufschwung. Kanada bietet Arbeit und Lebensraum genug und aus allen Teilen der Welt strömen die Einwanderer herzu. Die abenteuerliche und romantische Zeit der Goldsucher, der waghalsigen Erforscher und Trapper ist vorbei. Heute haben die Techniker und Ingenieure das Wort. Spezialisten für Erdöl- und Erdgasschürfungen, Fabrikplaner und Konstrukteure landwirtschaftlicher Maschinen stehen hoch im Kurs. Viewmaster Bildscheibe 1. Bild 1. Peggy's Cove. Dieser kleine Hafen in Neuschottland erinnert stark an die norwegischen Fischerdörfer der Lofoteninseln. In ihren weiten Netzen fangen die Fischer die schier unerschöpflichen Gaben des Ozeans, Kabeljau und Schellfisch. Außer diesen Sorten schenkt der Atlantik auch Makrelen, Heilbutt, Hering und Hummer. An der pazifischen Küste fängt man den Lachs, wie auch Heilbutt und Hering. Die Flüsse und Seen im Landesinneren sind reich an Forellen und Hechten. Bild 2. Hartland. Diese reizvolle Brücke mit Holzdach überspannt den St. John's River, der schließlich in die Bucht von Fundy mündet. Ein freundliches Welcome lädt den Wanderer zum Überqueren des Flusses ein und genaue Zahlen geben Auskunft über die stolze Länge dieser Brücke. 385 Meter, die längste überdachte Brücke der Welt. Bild 3. Quebec, Schloss Frontenac. Quebec ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz und schon von weitem an den Umrissen des Schlosses Frontenac zu erkennen. Die Stadt wurde 1608 von Champlain gegründet, doch hatte sich bereits Jacques Cartier im Jahre 1535 hier niedergelassen. Das imposante Schloss trägt allerdings den Namen eines französischen Pioniers, des Gouverneurs Louis de Frontenac. Die Provinz Quebec und Maria Chapdelaine wird auch heute noch zum Großteil von französisch sprechenden Kanadiern bewohnt. Diese Habitants, Nachkommen der französischen Kolonisatoren des 16., 17. und 18. Jahrhunderts, bilden ungefähr ein Drittel der Gesamtbevölkerung Kanadas. Einwanderer, woher auch immer sie kommen, müssen ausnahmslos eine der beiden Landessprachen, Englisch oder Französisch, beherrschen, bevor sie die kanadische Staatsbürgerschaft erlangen. Die französischen Kanadier sprechen ein nicht mehr geläufiges, aber köstliches Altfranzösisch. Bild 4. Das alte Quebec. Für eine Spazierfahrt durch die Altstadt von Quebec, das die Überreste seiner glorreichen Vergangenheit wie einen kostbaren Schatz bewahrt hat, wählt man am besten die gemächliche Kutsche. Heutzutage geben die Einwohner von Quebec allerdings schnelleren Fahrzeugen den Vorrang. Bild 5. Quebec, Heilige Anna de Beaupré. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts hatten hier bretonische Seeleute nach ihrer Errettung aus Seenot und in Erfüllung eines Gelübdes der großen Heiligen von Auray eine Kapelle errichtet. An der Stelle jener Kapelle steht heute die Basilika zur Heiligen Anna de Beaupré.
zu der die Belker in großen Scharen herbeiströmen, um sich von der erhabenen Schutzpatronin Kanadas geistige und zeitliche Gnaden zu erflehen. Die heilige Anna ist noch immer in zahlreichen kanadischen Legenden lebendig. Bild 6. Skifahrer in den Laurentiner Bergen. Der Wintersport ist für die Kanadier schon lange mehr als nur ein Sport, eine Notwendigkeit. Auch heute noch sieht der Kanadier im Sport, sei es nun im Sommer oder im Winter, eher einen gesunden Zeitvertreib als ein Mittel, sich Lorbeeren zu erobern. Bild 7. In der Umgebung von Quebec. Wer möchte nicht gern in diesem leichten Einspänner eine lustige Landpartie unternehmen? Vielleicht erzählt man sich noch heute auf den entlegenen Farmen an langen Winterabenden lustige Geistergeschichten oder die makabre alte Mär vom abgeschlagenen Haupt, das bei Schnee und Nebel im St. Lawrence treibt. Viewmaster Bildscheibe 2, Bild 8, Montreal, Jacques Cartier Brücke. Der französische Forscher Jacques Cartier folgte dem Lauf des St. Lawrence River und erreichte die Gegend von Montreal, damals Hohe Lager genannt, im Jahre 1535. Die Stadt selbst wurde erst 1642 von Paul de Maisonneuve gegründet und erhielt ihren Namen nach dem Mont Royal, der sich heute als Park inmitten der Stadt erhebt. Montreal hat eine überwiegend französisch sprechende Bevölkerung und ist der größte Binnenhafen der Welt, rund 1500 Kilometer landeinwärts vom Meer. Bild 9. Ottawa liegt in der Provinz Ontario und ist die Bundeshauptstadt von Kanada. In dem neugotischen Parlamentsgebäude tagt das kanadische Parlament, wobei der Speaker auf einer Art Bischofsstuhl thront, der im gleichen Stil gehalten ist. Der Ottawa-Fluss führt große Mengen Treibholz mit sich, das die zahlreichen Papierfabriken und Sägewerke speist. Bild 10. Toronto, das Rathaus. Toronto, die Hauptstadt der Provinz Ontario, ist rapid im Wachsen begriffen und zwar ganz nach amerikanischem Rezept. Diese Stadt mit ihren beinahe 2 Millionen Einwohnern schielt übrigens ständig mit einem Auge zu den Vereinigten Staaten, da sie am Ontariosee gelegen ist, dessen gegenüberliegendes Ufer dem mächtigen Nachbarn gehört. In Toronto, der großen Finanz-, Industrie- und Handelsmetropole, wurde 1908 das erste Symphonieorchester des Landes ins Leben gerufen. Trotz des hektischen Treibens zwischen den Wolkenkratzern und rasenden Untergrundbahnen herrscht in dieser Stadt, die übrigens auch die Verlagsmetropole Kanadas ist, ein reges, kulturelles Leben. Bild 11. Die Niagara-Fälle gehören beinahe schon zum traditionellen Programm aller Hochzeitsreisenden von Nordamerika. Die kanadischen Fälle sind die eindeutig schöneren und eindrucksvolleren. Unter dröhnendem Gebrause, Niagara bedeutet Donner des Wassers, stürzen die Wassermassen über 50 Meter in die Tiefe. Die Hufeisenfälle haben eine Breite von 880 Meter. Die kostbare elektrische Energie wird von einem mächtigen Kraftwerk aufgefangen. Die Gegend von Niagara liegt auf derselben geografischen Breite wie Südfrankreich und ist in der Hauptsache der Obstkultur gewidmet. Bild 12. Winnipeg, St. Boniface Cathedral. Winnipeg ist die Hauptstadt der Provinz Manitoba, die zusammen mit den Provinzen Alberta und Saskatchewan die sogenannten Prärie-Provinzen bildet. Der Süden von Manitoba ist fruchtbares Getreide- und Weideland. Der Norden gehört zu der Weidenfläche der kanadischen Tundra, genannt der kanadische Schild, mit seinen Goldminen, Kupfer- und Nickelbergwerken, Forst- und Fischereibetrieben und der kostbaren Pelztierzucht. An der Stelle der heutigen St. Boniface-Kathedrale stand einst die erste katholische Kirche des kanadischen Westens. Bild 13. Ernte in Saskatchewan. Diese Provinz stellt den größten Anteil der Prärien an Getreideland für Weizen, Hafer und Gerste. Manche der Farmen haben eine Anbaufläche von 250 Hektar. Viehzucht wird nur im Großen betrieben. Die Nutzung dieser riesigen Felder geschieht mit den modernsten Mitteln.
Im äußersten Norden der Provinz finden sich Uranvorkommen und der Süden ist reich an Erdöl und Erdgas. Bild 14. Bow Falls. Dieser Rotrock der berühmten berittenen Polizei von Kanada nimmt sich gern die Zeit zu einem Plausch mit einem federgeschmückten Nachkommen der Ureinwohner dieser Gegend. Sie hätten kaum einen schöneren Platz für ihr Zusammentreffen finden können. Viewmaster Bildscheibe 3, Bild 15, Bow Valley. Kanada ist reich an landschaftlichen Schönheiten und besitzt eine Vielzahl von nationalen und provinzialen Naturschutzparks. Der Nationalpark von Banff in der Provinz Alberta liegt inmitten schneebedeckter Berge und tosender Wildbäche im erdgeschichtlich jungen Massiv der Rocky Mountains, das parallel zur pazifischen Küste verläuft. Bild 16. Banff. Diese hübsche kleine Stadt liegt eingebettet in einer Gegend von besonderem landschaftlichen Reiz. Stille Seen, imposante Bergzinnen und tosende Wasserfälle stellen dem Besucher vor die Qual der Wahl zwischen so vielen lohnenden Ausflugszielen. Bild 17. Rocky Mountains. Im Nationalpark von Yoho in British Columbia kann man den Takakav-Fall, einen der höchsten Wasserfälle der Welt, bewundern. Er entspringt im Daly-Gletscher und ergießt sich 360 Meter tief in den Yoho-Fluss. Bild 18. Der Athabasca-Fluss durchquert diagonal die Provinz Alberta und mündet weiter nördlich in den Athabasca-See. Im Nationalpark von Jasper entspringen aus einer Gletscherkuppe drei Flüsse, von denen jeder einem anderen Meer zuströmt. Dem Pazifik, dem Atlantik und dem Arktischen Ozean. Bild 19. Victoria, Parlament. Victoria ist die Hauptstadt von British Columbia, einer gebirgigen und waldreichen Provinz. Zu den wichtigsten Bodenschätzen zählen Silber, Gold, Blei, Zink, Erdöl und Erdgas. Die Küste ist sehr niederschlagsreich und eine warme Meeresströmung sorgt für milde Temperaturen. Bild 20. Vancouver ist die drittgrößte Stadt Kanadas, ein reger Hafen am Pazifischen Ozean und die Endstation der Canadian Pacific Railways, welche die Stadt mit Halifax in Neuschottland verbindet und das Land von Ost nach West durchquert. Vancouver liegt inmitten einer waldigen Berglandschaft. Bild 21. Im Land der Eskimos. Der Nordwesten Kanadas und das Gebiet am Yukon bedecken 40% der Oberfläche des Landes, das hier nur sehr spärlich besiedelt ist. 39.000 Einwohner, Weiße, Indianer und Eskimos. Die Silberminen in dieser Region sind heute schon bedeutender als die Goldminen und der Goldrausch gehört fast der Legende an. Neben Blei, Kupfer und Zink bergen die alten Felsen des kanadischen Schilds höchstwahrscheinlich noch andere Schätze. Ingenieure durchschürfen das Land systematisch auf der Suche nach Erdöl und Erdgas. Nicht zu vergessen sind die prächtigen Pelze, die aus dem hohen Norden kommen. Wir wollen täglich neue Videos einstellen, daher bitte abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr Spaß hattet, dann Daumen hoch!